Hallöchen meine Freunde und willkommen zum 74. Part von Pokémon Let's Go Evoli. Gegen den habe ich schon gekämpft, oder? Ja. Wir sind ja immer noch auf der Siegesstraße und suchen einen Weg ins... Gott, ich bin doch dran vorbeigelaufen. Zur Top 4 und zuerst muss ich natürlich zu der Superpolizistin gehen, die uns im letzten Part das Zeugs geheilt hat. Wir haben im letzten Part Lavados gefangen. Mal ganz auf Nass ein legendäres Pokémon wieder geholt. Fehlt nur noch Zapdos. Wo das ist, kein Plan. Vielleicht im Kraftwerk. Da waren wir ja noch nicht. Das will ich auf jeden Fall noch fangen. Zapdos. Dann haben wir alle drei legendäre Pokémon. Den Weg da hat es freigeschalten. Ich habe halt keinen Plan, ob ich richtig laufe. Ich vermute zwar schon. Kein Plan. Ich vermute, hoffe... Oh Gott. Zwei Ass-Trainer. Fünf goldene Nanabären. Oh, komm schon, auf diese Entfernung. Muss ich doch verarschen. Ich hätte dir zeigen, dass es immer jemanden gibt, der besser ist als man selbst. Ja, das... Kannst du mir schlecht zeigen, wenn du verlierst? Komm schon, bitte nur ein Po. Drei. Oh Mann, Rosana. Ich habe natürlich wieder Bisaflor als Start. Nee, Arctos. Arctos. Komm, du hast Blizzard gelernt, dann mach's. Ach, jetzt schläft's ein. Joa. Arctos ist eingeschlafen. Dann wecken wir's auf. Komm, mach auf, du blödes Ding. Psychokinese. Joa, macht trotzdem gut Damage. Schon wieder Todeskuss. Das gibt's doch nicht. Schläft das Ding schon wieder. Ja. Dann wechseln wir zu Glurak. Mach jetzt bitte einfach keinen Tod. Kein Todeskuss. Ich mache jetzt mal Mega-Entwicklung und Fliegen. Dann kann sie wenigstens jetzt nicht treffen. Außer Rosana ist schneller. Bezweifle ich zwar. So. Bist du ganz genau, dass du, kleines Wichserchen, Todeskuss machen willst? Das hast du davon. Das hast du davon, deinem dummen Todeskuss. Akani. Gut, das ist ein Job für Turtok. Da wird wahrscheinlich ein Surfer allein nicht reichen, weil ich die Mega-Entwicklung nicht machen kann. Oh Gott. Achtung. Boah, 50 Damage. Geht eigentlich noch. Hättest du nicht ein kleines bisschen mehr Damage machen können? Ach, ganz wenig. Sollen wir nur einen Traumpuls machen? So. Ja, jetzt ist egal, ob du verwirrt bist oder nicht. Der Kampf ist beendet. Golbat. Das ist ein Job für Evoli wegen der Quellzone. Klare Angelegenheit. Das wird ein One-Hit.
Ich meine, es sind 12 Level Unterschied und das ist eine Typattacke, gegen die Golbat schwach ist. Oh nee. Hä? Bei Zubat hat das funktioniert mit dem Biss jeweils, oder? Oder verwechsel ich jetzt gerade was? Ah! Okay, ich habe nichts gesagt. Ich bin ein Noob und bleibe das auch. Auf jeden Fall haben wir sie besiegt. Das ist bitter, das ist richtig. So, dann nehmen wir als nächstes. Halt einfach mal ganz klassisch Evoli nach vorne. Weil Evoli ist sowieso resistent gegen gefühlt alles. Ich habe das irgendwie nicht gesehen, dass Zubat stark gemacht. Reife Leistung. Reife Leistung. Das gar nicht erst kommen. Ah. Lol. Kann ich ja wieder zurück. Und den hier nach unten werfen. So. Wer steht da hinten? Trainer. Coach. Ja. Gut gemacht. So, ich gehe jetzt mal hier durch. Nee. Ich will nämlich nochmal. Das war knapp. Zur Polizistin. Kann sie mich nochmal kurz heilen? So, meine Liebe, komm. Zum Glück bist du da. Was ist denn hier hinten schon wieder? War ich da schon? Stimmt, da war ich schon. Da habe ich, glaube ich, Blizzard gefunden, oder? Oh, nee. Das hat nach Kikli ausgesehen. Jetzt ist natürlich weg. Es hat nach etwas... Es hat... Von den Beinen her hat es nach Kikli ausgesehen. Nee, mach nicht sowas. Mach nicht sowas. Och, nö. Nur extra ein Lockparfüm einsetzen. Es war entweder Kikli oder Nocturne, hätte ich jetzt behauptet. Eins von beiden. Wegen den Beinen. Och, come on. Ich weiß gar nicht, ob es Kikli gibt in Let's Go Evoli, aber es hat halt danach ausgesehen, als wäre es eins gewesen. Das ist halt der Scheiß. Das Parfüm wirkt nicht mehr. Wow, das ging schnell. Komm schon, da oben war's. Wow. Nee, weg. What the fuck? Was ist denn hier los für eine Party? Jetzt müsste hier ein Block sein, ganz genau. Das ist der von vorhin. Den dürfen wir jetzt gefühlt 20 Mal bewegen. Es muss ja auch eine Herausforderung sein, um zur Top 4 zu kommen, ne? So. War das überhaupt hier drüben? Genau. Georock, geh weg. Ich will ein Geowatz haben. Gut. Jetzt geht die Tür beim Pokémon Freak da nämlich aus. Oder ein Pokémaniac oder wie man den schon wieder sagt. So. Schön. Ja, gegen den müssen wir kämpfen. Ne? Da kommen wir nicht drum rum. Ist okay. Oh, ich hab nicht gesehen, was er gesagt hat. Na, Pokémaniac. Der Klaus. Ein Schlurp. Das haben wir auch noch nicht gesehen in diesem Let's Play. Oh Gott, diese Zunge. Wird so einige Frauen glücklich machen, by the way. Was ist denn gut gegen einen Schlurp?
Na, das nicht. Zehn Damage. Danke, Reflektor. Auch noch eine Knisterladung. Das ist auch nicht effektiv. Aber jetzt wird es wahrscheinlich nicht angreifen. Oh, doch. Sieht zwar krass aus, aber hat trotzdem nur 10 Damage gemacht. Mach mal Blubsauger, dann ist Evoli wieder geheilt. Hoffentlich Full KP. Ja, fast. Fast. So, das nächste ist Turtok. Da lassen wir Evoli wegen der Knisterladung, weil ich ja kein Zapdos habe und kein Pikachu bzw. Raichu. Muss es halt Evoli richten. Oh komm. Hydropumpe. Ich will das meinem Turtok auch beibringen. Weil das kann verdammt wehtun, die Hydropumpe. So, letztes Pokémon. Onix. Einmal Turtok. Oder Turtok oder ja gut, Bisaflor hätte ich auch nehmen können. Bisaflor hätte auch geholfen, oder? Pflanzenpokémon, ja. Aber wir machen es jetzt mit einem Surfer. Ja, da ist er, der One-Hit. So, lieber Pokémaniac. Du bist ein Loser. Glurak erreicht Level 52. Schön. Und Bisaflor Level 57. Noch schöner. Unglaublich. Ja. Was du nicht sagst. Da kannst du ruhig so überrascht gucken. So, jetzt sind wir hier oben. Du findest eine Top-Genesung. Das ist der Pokémon, der Trainer-Coach, oder? Ja. Soll ich das machen? Ja, vielleicht gibt es auch eine coole TM. Bin Trainer-Coach, deshalb müssen wir unbedingt kämpfen. Ja. Machen wir. Ich würde eigentlich gerne mal den... Oh, vier Pokémon. Oh, ich würde eigentlich gerne bald mal den Ausgang gerne finden. Das wäre noch schön. Irgendwie. Was nützt hier wohl? Ich mach mal Blubsauger wegen Heilen und so. Ob das, was Rasaf machen wird, wird wehtun. Ja. Da machen wir einen Flackerbrand. Vielleicht nützt das ja mehr. Oh. Ja, sehr schön. Ich muss jetzt zwar nochmal Damage fressen, aber mit dem kann ich leben, weil Rasaf ist jetzt K.O. Gut. Evoli wird den 60er Club auch noch erreichen. Garados. Komm, dann nehmen wir Arctos. Hat zwar nur 103 Initiative, aber was willst du machen? Mama, Blizzard. Hat nicht so viel Damage gemacht, der Blizzard. Dann fliegen wir nach oben, wollte ich sagen. Dann mach halt einen Eisstrahl. Lol. Und es ist schon aufgetaut. GG. Ja, komm, jetzt machen wir noch einen Eisstrahl. Damage werde ich eh nicht mehr fressen.
Ja. Arcani. Dann nehmen wir Turtok. Let's go. So, ich mache jetzt einfach mal die Mega-Entwicklung. Oder, ja, komm. Mega-Entwicklung, Surfer. Einfach wegen Style. Machen wir jetzt. Tut weh. Aber vielleicht wird es ein One-Hit. Ich denke schon. Ja. Evil erreicht Level 60. Tauros. Nice. Ja, da kämpfen wir weiter. Machen wir mal Eisstrahl. What the fuck? Ja, hat nicht schlecht Damage gemacht. Jetzt machen wir noch einen Surfer. Das sollte dann die Entscheidung sein, wenn es jetzt kein Volltreffer wird. Boah. Komm schon, Turtok. Das ging nochmal gut aus. Arktos erreicht Level 54, so ist richtig. Das hatte ich nicht kommen sehen. Jetzt kriege ich sicher Fuchtler. Das hat total viel Spaß gemacht. Hier, für dich. Wutanfall. Ja, das brauche ich nicht. Was will ich damit? Wenn Frohnaturen wie ich wütend werden, erzittern Gegner vor Angst. Was passiert, wenn ich hier nach unten gehe? Dann bin ich irgendwo, wo ich noch nicht war. Das sieht nach dem Ausgang aus. Route 23. Ja, das war der richtige Weg. Sehr schön. Ist hier hinten vielleicht noch was? Nein. Dann ist es da vorne. Das Indigo-Plateau. Die Top 4. Das letzte Ziel. Die allerletzte Herausforderung. Ja, ja, genau. Wir schaffen das. Und wie wir das schaffen werden, Neboli. Mit einem legendären Pokémon hinter uns im Schlepptau betreten wir das Indigo-Plateau. Aber das war's für heute. Morgen geht's weiter mit dem allerletzten Part. Sehr wahrscheinlich von diesem Let's Play. Das wäre dann der 75. Das würde auch noch perfekt aufgehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.